Eröffnung der Märchenweihnacht auf Schloss Glücksburg, nahe der dänischen Grenze. Veranstalter Finn Jensen hat die letzten Nächte nur 3 Stunden geschlafen. Das ganze Jahr über hat er am Winterwunderland gearbeitet. Komm mal her! Musst du nur hier raufpacken. Aha. Mach mal. Das mögen Hunde. Dann ist Freda nicht mehr so. Na, wie ist es bei dir? Ist in Ordnung so. Ist gut? Ist alles in Ordnung. Alles gut. Schmeckt. Und was ist das Leckerste, was ihr mit habt? Ja, mein Holsteiner Kochsbrand, ne? In den letzten 2 Wochen der Vorbereitung oder vor dem Markt werden die Tage immer kürzer. Die Zeit läuft immer schneller. Und es kommt irgendwie immer mehr, was wir noch machen wollen. Und plötzlich ist dann ja doch der Tag da. Und wir müssen dann alles in Gang haben. Und dann gucken wir schon wieder darauf, was wir noch besser machen können. 40.000 Besucher lockt Jensen jedes Jahr an den 4 Adventswochenenden mit immer neuen Ideen aufs Schlossgelände. Seine Lebensgefährtin sorgt für die Orga im Hintergrund. Na, bist du an der Kasse? Ja, ja. Mal ein bisschen gucken hier, dass es allen auch gut geht. Ach, das ist ja wieder schön. Na ja, kannst du mal gucken. Ich muss da einmal kurz rangeln. Hallo, Tina hier. Das ist bestimmt die Feuershow. Davon gehe ich mal aus. Ja, genau, wegen der Feuershow. Oh. 3 Monate vorher. 40 Kilometer von Glücksburg entfernt. 17 Grad Außentemperatur. Auf dem Gelände von Finn Jensens Firma lagern tausende Utensilien für den Weihnachtsmarkt. Heute kommt ein besonderes dazu. Mann, das war Glück, würde ich sagen. Gut, Alf. Dann wollen wir gucken. Eine XXL-Weihnachtspyramide hat Finn Jensen aufgekauft. Fast 50 Jahre alt. Ja, wenn man solche Sachen holt, dann ist es die Katze im Sack, definitiv. Wir haben auch schon mal echt schwer verletzte Katzen gehabt. Aber wir sind ganz gut da drin, die wieder in den Griff zu kriegen, dass es wieder Rennkatzen werden. Das ist ganz in Ordnung. Also, das passt. Vom Gewicht her wird die ja austariert sein, oder? Ja, das hoffe ich. Wenn es gleich zur Seite kippt? Das hoffe ich. Ah, gut, der Motor da, ne, der wiegt natürlich ein bisschen was, ne? Fast 1,5 Tonnen bringt die alte Pyramide auf die Waage. Vorne schon frei? Nee, noch nicht. Elektromotor inklusive. Ja, das geht ganz langsam. Alles Handarbeit. Jensen liebt solche alten Schätze. Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, ob das mit der Höhe hinhaut. Naja, aber sehen wir. Sonst machen wir ein Loch ins Dach. Im Preis inbegriffen, hunderte von Einzelteilen. Der gehört hier hin. Kiste schon mal leer. Leere Kiste ist immer ein gutes Zeichen. Nur eines fehlt. Die Bauanleitung. Man kann das auch sehen. Also ganz hier anders ist vier. Kann man die falsch rumstellen? Ja. Kann man. Ja, doch, ja. Aber hier ist eine Ziffer drauf. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwo, hier ist auch eine Ziffer drauf. Hier steht eine 6. Die Pyramide hat den Wert eines Mittelklasse-Autos. Könntest du bitte einmal den Stapler ein bisschen? Wir müssen ja den weiter hoch haben, sonst kommen wir gar nicht da unter. Seit 2006 verdient Finn Jensen sein Geld mit der Veranstaltung von Märkten. Gut. Warte mal. Ja, ich glaube, wenn man mit dem Herzen dabei ist, darf man nicht anfangen zu kalkulieren. Ich sage immer so, Kreativität schlägt auch das Kapital am Ende. Und wir haben vor, dieses Weihnachtsgefühl von damals einfach sichtbar zu machen. Und es geht halt nur über solche Dinge. Und es geht immer über diese Verbindung im Herzen von Menschen, die tatsächlich sich unter Weihnachten und der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit noch etwas vorstellen, wie es halt früher war. Also keine Hektik, echt gemütlich, familiär, Schaufensterbummel, all die Dinge, die eigentlich ja in den letzten Jahrzehnten ein bisschen kurz gekommen sind. Aufgebaut ist die Pyramide über 5 Meter hoch. Aber das wird eine knappe Kiste. Das wird eng, ja. Das Kunstobjekt ist handgedrechselt. Alles aus Lindenholz. Weiter. Komm mal ein Stück vor. Gut. Figelinsch, das Ganze. Und kriegen wir schon hin. 30 Jahre lang stand das Einzelstück in einer Scheune bei Hamburg.
Im Advent soll es im Glücksburger Schlosspark eine neue Heimat finden. Das sind Windstärke 28 Festmeier. Alter Schwede. Ja, die. Da habe ich schon gucken müssen. Nach 3 Stunden steht für Finn fest. Der Kauf hat sich gelohnt. Die mittlere Welle dreht sich noch nicht. Da müssen wir noch mal. Da müssen wir noch mal bei. Gucken. Die wird uns noch so 80 bis 100 Stunden Arbeit kosten, bis sie komplett läuft. Aber ich kann jetzt schon fühlen, dass es gut wird. Also, das wird ein ziemlicher Hingucker, glaube ich. Wunderbar. Check! Läuft schon. Läuft. Finns Lebensgefährtin Tina Kulay kümmert sich parallel ums Rahmenprogramm. Und um die Händler. Hier sind. Hallo, Tina hier. Hallo. Na, ich wollte mich noch mal melden bezüglich Märchenweihnacht auf Schloss Glücksburg. Ja, super. Super. Ihr seid ja dieses Jahr wieder dabei? Ja, auf jeden Fall. Ja. 130 Händler aus ganz Deutschland haben sich beworben. Ja. Auch aus Dänemark und Holland gibt es Interessenten. Man kennt sich. Ja, gut. Dann notieren wir das so. Dann hast du dann deinen in Anführungsstrichen geschmückten Anhänger. Du hast dann deine zweite Hütte, die von uns kommt. Die wird ja geschmückt mit einer Girlande. Von drin machst du das dann alles und du denkst dann auch an deine Spüle, an dein Waschbecken. Okay, super. Ja, perfekt. Okay. Tina Kulay setzt auf Erfahrung. Im 7. Jahr macht sie das schon. Das ist ein Raum und da habe ich in dem Raum die linke Seite vom Raum und die rechte. Und ich habe auf der linken Seite jemanden mit Schmuck und auf der rechten Seite. Das würde ich nicht tun. Ich gucke immer, dass er zum Markt passt. Also ich schaue immer, dass wir auch so eine kleine Exklusivität haben. Also wenn jetzt an dem einen Wochenende jemand da ist mit selbstgemachtem Schmuck, dann möchte ich nicht gegenüber jemanden stehen haben, der auch selbstgemachten Schmuck hat, weil ja, dann passt es einfach nicht. Ja, genau. In seiner Werkstatt bastelt Finn jetzt an etwas ganz Neuem. Ich würde es gut finden, wenn du dich um das Dach gleich kümmerst. Das heißt, einmal die Schrauben, die über sind, so ein bisschen abflexen. Ja. Und dann die Plane hier rüber und die Drehverschlüsse halt festmachen. Ja, habe ich schon in der Hand. Dann kommen wir am besten voran. Ja, bin ich gespannt. Das war gut. Fast gut. Alles hier hat Finn Jensen selbst entworfen. Die Märchentürme, das sind Türme, die von 4 Seiten bespielt sind und entweder eine Grafik drin haben oder halt einen Text, wie auf der rechten Seite. Hier steht zum Beispiel, wer sie könnte zum Lachen bringen, der solle sie heiraten. Und dahinter steckt ein Märchen. In dem Fall vielleicht die Goldene Gans, irgendwas von dem Grimm. Mehrere Dutzend Märkte veranstaltet Finn Jensen übers Jahr. Die Glücksburger Märchenweihnacht ist sein Herzensprojekt. Haben wir geschafft, das ist immer gut. Und hier gucken wir gleich mal, ob wir hier eine Lampe reinbekommen. Die muss ich schon mal holen. Das ist auch gut. Der Turm ist nur eines von 30 Weihnachtsobjekten, die Finn bis zur Eröffnung noch fertig bekommen will. Irgendwann kommt ja der Punkt, dass du es drehen kannst. Es gibt also auch Sachen, die bleiben mal 1 Jahr, 2 Jahre, auch mal 3 Jahre liegen und kommen dann erst in die Fertigstellung, ins Upgrade, sage ich immer, und finden dann ihren Platz. Also einige Dinge brauchen auch ihre Zeit einfach. Gut, Alf, jetzt haben wir hier so eine Monsteraufgabe. Für die sprechenden Märchentürme muss der Ton installiert werden. Der Vorteil ist natürlich, alles, was man vormontieren kann in der Halle, braucht man nachher nicht mehr auf der Fläche, ne? Das hilft. So. So, Alf, mein Job ist fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ja, noch nicht ganz. Kann man Saft hier ausmachen. 5 Türme sollen es am Ende werden. Für jeden kalkuliert der Eventunternehmer rund 160 Arbeitsstunden. Finanziert wird die Märchenweihnacht über Eintrittsgelder. Der Anspruch der Besucher ist hoch. Einmal aufmachen und reinpusten, das hilft ja auch ab und zu. Oder ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen 2 Kindern. Oh. Der Junge hieß Hänsel und, jetzt, und das Mädchen Gretel. So. Er war so arm, dass er nicht mal mehr für das tägliche Brot sorgen konnte. Als er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Hänsel und Gretel. Ja, bin ich sehr zufrieden. Check. Ja, dann machen wir jetzt Scooter an. Hyper, hyper. Es ist Mitte November.
Übergabetermin mit der Museumsdirektorin der Stiftung von Schloss Glücksburg. Schließen wir mal die Tür des Schlosses auf. Du hast den Schlüssel? Ja. Sehr gut. WC-Anlagen können wir normal nutzen? Ganz normal, WC-Anlagen. Im Innen- und im Außenbereich. Das ist super. Ah, der rote Saal. Genau, unser Festsaal auf Schloss Glücksburg. Das Herzstück des Hauses. Ist doch irgendwie so eine ganz tolle Atmosphäre hier drin. Ja, also man muss eine ganze Menge beachten, weil das Schloss ist über 400 Jahre alt, steht natürlich unter Denkmalschutz. Und gerade hier, die Gewölbedecke, ist die älteste Gewölbedecke Schleswig-Holsteins. Und das Schloss ist empfindlich, was die Luftfeuchtigkeit angeht. Deswegen werden wir nur 500 Personen zeitgleich im Schloss begrüßen dürfen. Aber das über den ganzen Tag verteilt, dürfte eigentlich kein Problem sein. Also wir sind sehr vorsichtig mit dem, was wir hier machen. Wir wissen genau um die Situation, die hier auch im Schloss und um Schloss sich irgendwie so darstellt. Wenn man etwas 400 Jahre erhalten hat, dann möchte ich nicht der sein, der das zerstört. Allein dieser Raum hat schon 300 Quadratmeter, 30 Meter lang, 10 Meter breit. Und im Ganzen haben wir 3000 Quadratmeter. Die erste Deko für den Schlosspark trifft ein. Hast du die ganze Herde dabei? Das ist gut. Kannst du einmal runterfahren und dann werden wir unten entladen. Dann schlagen wir mal ab, wie wir das weitermachen, okay? Danke. Mindestens 400 Tonnen Material werden in den nächsten Tagen aufs altehrwürdige Schlossgelände rollen. Bis Weihnachten übernimmt nun Finn Jensen hier das Kommando. Martin, nicht so ein Scheiß. Langsam, du kannst dir doch keine Meterlänge bohren. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Aber Vorsicht, ist die Mutter der Natur. So. Das ist risikobehaftet, das Ganze. Wenn man mit großen Maschinen auf großen Flächen arbeitet, kann immer was passieren. Kann mal das lange Ende von der Gabel übersehen werden, hängst du irgendwo drin. Oder mit Pech hast du mal einen Stromkasten übersehen, fährst drüber. Man hat in solchen Geräten immer einen schlechten Blick nach vorne. Alles schon passiert. Passieren noch mal wieder neue Sachen, garantiert. Ist das nicht besser oben, Martin? Einsatz auf der denkmalgeschützten Schlossbrücke. Gut, dann holen wir uns jetzt mal das Nest. Eine von Finns kreativen Eigenkonstruktionen soll auf den Schlossteich gehievt werden. Mit dem Kran übers historische Brückengeländer. Tatsächlich sind wir versichert, klar. Wenn mal was passieren sollte, greift das auch. Aber das ist ja nichts, was wir forcieren, sondern wir möchten ja geräuschlos hier durch. Das ist so unser Plan. Aber es kann immer was passieren. Vor 2 Jahren fiel mal einer seiner Mitarbeiter in den Schlossteich. Alles andere ging bisher gut. Das war klar von mir. Ja, wie viel ist da noch? Martin, ist besser, wenn ich das halt, du runtergehst. Du bist doch immer im Wasser. Was? Da war doch was. Denkst an die Höhe, Geländer? Winnie! Den Schwan hat Finn aus einer alten Karussellgondel. Das Nest ließ er vom Korbflechter bauen. Das sieht ja echt gut aus. Kannst wieder hoch. Rund ein halbes Dutzend Figuren will Finn heute noch auf den weitläufigen Teich setzen. Alle mit Beleuchtung. Kleine Rundfahrt mit unserem Nest und dem Schwan. Wir hoffen, dass es klappt. Oh, 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 Leute. Ja. Dann gucken wir uns das mal an. Im Minutentakt treffen nun die Weihnachtskulissen am Schloss ein. Finn Jensen und seine 10 Mitarbeiter kommen kaum mit dem Aufbau hinterher. Wir sollen erst mal sehen, ob dieses Überraschungspaket funktioniert. Das ist das erste Mal, dass es in der freien Wildbahn unterwegs ist. Bin ich selbst mal gespannt, ob das so hinhaut, wie wir uns das vorstellen.
Ja, ganz besonderer Moment. Ist so ein bisschen wie zu Weihnachten ein großes Paket auspacken. Obwohl man weiß, dass drin ist, ist man trotzdem aufgeregt. So, mal gucken. Der ist free. Unter der Plane ein riesiger Eisbär, ganz neu im Schlosspark. Aus Draht, weißem Lametta und jeder Menge LED-Lämpchen. Die sollen später im Park leuchten. Okay, lass mich erst mal kurz hier durchgehen. 5 Meter, Mr. Bär. Ein Eigenentwurf des Teams. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Kulissenscharniere hier vorne zusammenpassen. Dann kann nichts mehr fallen. Kannst du einmal Hauptstrom geben, Alf? Gucken, ob der auch erleuchtet. Ja, das ist er. Den müssen wir suchen. Haben wir Strom drauf? Was ist das drin? Sicherung? Sind drin. Haben wir noch Anwendung? Noch leuchtet nichts, wie man sehen kann. Wie lösen wir das? Ich hole mal ein Gerät aus dem Auto und dann gucken wir mal, ob da überhaupt Strom drauf ist. Es kann ja sein, dass irgendwie ein Hauptstrom nicht gefallen ist. Stromtest mit Bügeleisen. Probieren wir mal. Jo, geht. Sehr herzhaft. Das heißt, alles geht. Das Bügeleisen leuchtet. Der Bär bleibt dunkel. Ich glaube. Ist hier auch mehr drin? Nee, da ist kein Sicherung drin. Ich muss immer gucken, ob wir überhaupt an der zentralen Versorgung sind. Hier hinter. Da ist ein 5er-Stecker verbaut, Leute. Mit Schalter. Mit dem Schalter. Und der hat einen Knopf. Und der war umgesprungen. Kommst ja nicht drauf gleich, ne? Aber das ist wie ein Lichtschalter, den man nicht drückt und sagt, die Birne ist kaputt. Das ist natürlich Quatsch. Also das geht. Das haut gut hin. Und dann haben wir den ersten Eisbären mit Herz bei uns im Park. Da können Sie sich dann hinsetzen und Ihre Bilder machen und werden auch gleich so ein bisschen gesegnet von ihm. Ne? Das wird alles so ein bisschen schön, das Ganze. Ja. Doch, das freut mich, dass es funktioniert. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Walking in a winter wonderland. Noch ein Tag bis zur Eröffnung der Märchenweihnacht. Über Nacht gab's mehrere Zentimeter Neuschnee. Finn ist seit 7 Uhr im Einsatz. Die stellen wir dann hier rein. Und Kabelbrücken haben wir auch noch in der Hacke. Wenn da noch welche sind. Dann die Bänke und Tische für das Weihnachtswohnzimmer. Das sind die mit dem Metallgestell und den Holzplanken oben drauf. Und dann holen wir nachher die historischen Tische und Stühle für das Knusperhaus. Gehen wir hin. Freut mich. Bis später. Bis später. Moin, Ralf. Wir brauchen jetzt ungefähr eine Tonne an Streusand. 1,5 Kubik, das ist top. Super. Ja, super. Prima, danke. Tschüss. Der Schnee verzaubert, aber macht Arbeit. Also wir haben hier ungefähr 1,5 Millionen Lichtpunkte verbaut. Ich kontrolliere sie gerade und sie leuchten noch. Das ist total gut. Aber man kann sehen, dass hier eine Art Beschichtung drauf ist. Heute Nacht hatten wir ja fast minus 15 Grad. Und wenn man die dann frei macht, muss man sehen, okay, haben sie Schaden genommen oder nicht. Aber das scheint alles zu funktionieren. Und ich bin noch guter Dinge, dass alles schön wird. Dieses Händler-Ehepaar ist schon gestern Abend aus Eutin angereist. Die Märchenweihnacht verspricht gute Geschäfte. Ich bin immer sehr vorsichtig im Moment. Das ist alles, eigentlich ist es Wettersache. Wenn das Wetter gut wird, kann es eigentlich alles nur gut werden. Und den Optimisten gehört die Welt. Das war schon immer so. Übernachtet wird im Wohnwagen. Erst nächste Woche geht's kurz zurück nach Hause. Nachschub holen. Die Glücksburger Märchenweihnacht hat nur an den Adventswochenenden geöffnet. Ist immer sehr schön hier, weil man eben hier, sag ich mal, die Familien anspricht. Dass man das Familienpublikum hat. Viele kommen mit Kindern, Eltern, Großeltern, gucken sich, sag ich mal, die Lichtergeschichten an, die aufgebaut sind.
gibt's ja diese Illumination und ist für uns das Familienpublikum ist super. Und die Leute kommen gezielt zu diesem Weihnachtsmarkt, als man jetzt in der Großstadt steht. Das ist manchmal nur Durchlauf, aber hier kommen die Leute gezielt her und ist für uns gut. Und vor allen Dingen gerade eben nur die Haupttage, Freitag, Samstag, Sonntag. Tina Kulay und ihre Mitarbeiterinnen kümmern sich schon mal ums Kassenhäuschen. Die Marketingwirtin ist seit 10 Jahren selbstständig und überlässt nichts dem Zufall. Dass nur eine Tür aufgeht. Wäre sonst schade, wenn einer von hinten kommt, ne? Und deine Tür aufmacht, Heike. Zack. Du wieder. Komm, kann ja mal rein. So. Guck mal, die Motivation. Und die Sonne ist da. Dann können wir das ja einmal alles fertig machen. Was ihr an Deko übrig habt, gebt ihr mir für die Kasse 2 da? Ja. Okay. Noch 24 Stunden bis zur Eröffnung. Tina muss viel organisieren. Wichtelwerkstatt, Erzähltheater, Mitmachkonzerte. Aber jetzt noch schnell was anderes. Lieber Tim, würdest du mit mir diesen schönen Mistelzweig aufhängen? Ja, klar. Kein Ding. Wohin denn? In die Mitte. Hier um? Ja, das ist ja so eine Tradition. Hier, guck mal. Seit über 11 Jahren sind die beiden ein Paar. Privat und beruflich. Ihre beiden Kinder sind heute bei den Großeltern. Also, wo stehen die Fußleisten am Klumpen? So. Da hat jeder seine Aufgaben. Also, jeder hat so seine Dinge zu tun und ja. Wenn sie nicht weiterkommt, ruft sie mich an. Das ist so. Oder umgekehrt. Stimmt. Komm, wir müssen doch mal einen Kuss geben jetzt. Aber ohne Leiter, das ist total romantisch. Jetzt sehen die Leute ja wieder, wie klein ich bin. Warte. So, komm schnell. Wie schön. Schau mal, die Kabelbinder dabei. Sehr schön. Der Eröffnungstag. Endspurt auf dem Schlosshof. Aufbau bei minus 10 Grad. Ich bin jetzt hier auf diesem Weihnachtsmarkt als Kunstschmied auch tätig. Nicht nur des Verkaufs wegen, sondern damit die Leute auch natürlich entsprechend zu diesem schönen Markt ein bisschen mehr Flair und Romantik haben. Und hier der Glücksburger Weihnachtsmarkt ist tatsächlich, man hört ja, dass ich nicht unbedingt von hier komme, aber selbst für mich als Bayer ist der Glücksburger Weihnachtsmarkt was ganz Besonderes, weil sich auch die Organisatoren wirklich Mühe geben. Dann fahr bitte vorsichtig und nicht immer alles auf den letzten Drücker. Das ist immer ganz, ganz unangenehm, okay? Dankeschön, tschüss. So. Einige Händler sind noch nicht aufgetaucht. Der Platz ist vom Ordnungsamt noch nicht freigegeben. Okay, fragen wir mal nach. In 2 Stunden soll geöffnet werden. Das Kinderkarussell ist noch nicht aufgebaut. Fest, ist ja herrlich. Weil jetzt im Prinzip so diese Situation der Abnahme ja gerade ist mit Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt. Und wenn die gleich auf den Schlosshof kommen und das so sehen, kriegen wir, glaube ich, nicht so die, den Verdienstorden jetzt unbedingt. Nee, ich sag Bescheid. Ich bin schon am Telefonieren. Sehr schön. Du musst mal jetzt hier auftauchen. Mal eben schnell zurückkommen vom Baumarkt. Danke dir. Die Hütten hat Tina für die Zeit des Marktes verpachtet. Alles andere bringen die Händler mit. Eigentlich. Ich kann auch nur das nehmen, was ich habe. Gut, wenn du so weit bist und dann wirklich das Signal kommt von dir, okay, ich habe nichts, ja, weil so können wir es ja nicht lassen, ja, dann gucke ich, dass ich mir was einfallen lasse, weil so möchte ich dir die Hütte nicht abnehmen. Ja. Ja? Ja, ich würde gerne was drauflegen, aber wie gesagt. Ja, aber jetzt ist ja so Lösung finden angesagt, ja, ne? Ja. Okay, also brauchen wir irgendwas für deine Arbeitsplatte. Ja, beim letzten Mal hatte ich was. Gut. Dabei. Das ist ja immer alles sehr, sehr freundschaftlich, aber sobald die Menschen aufs Gelände kommen, also wirklich viele Besucher, sind wir auch für die Sicherheit zuständig. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir, wenn keine Autos mehr da sind, dass wir nochmal streuen, dass wir nochmal schauen, dass keiner ausrutscht. Und dann müssen wir halt einfach gucken, dass alle rechtzeitig fertig werden. Finn, wann kriegt Krepp Krause seine finale Position? Die müssen ja nur ein Stück rüberziehen irgendwie. Können wir doch. Ja, das wäre super, weil dann kann das verkleidet werden und dann haben wir da einen Haken dran. Ja, holst einmal Peter, Jan ist auch da. Dann ja. Mal, ja? Perfekt. Meine starken Männer. Einhalten. 1, 2, 3, 4, 5.
Das Ordnungsamt möchte mehr Abstand zwischen den Buden. Wir wollen versuchen, 3 Meter in die Richtung. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh, nochmal. Alles gut. Oh, Leute! Ja, gut. Wie weit haben wir es? 70, 80, 120. Gut. Weiter. Nein, müssen wir nicht weit. Gut. Es ist hier Platz. Wir packen hier eine Bank vor, hier über die Deichsel, dass es keiner wehtut. Und dann gibt es hier auch Crepe. 5 Meter sind eingehalten. Hier ein paar Tische, hier von denen, dass da keiner gegenläuft. Und hier ist noch Flucht- und Rettungsweg eingehalten. Und das Wichtigste von der Prinzessin ist auch die Tür noch sichtbar. Das ist nämlich der schönste Postkasten in ganz Schleswig-Holstein. Punkt 16 Uhr. Die Behörde hat alles freigegeben. Es kann losgehen. Sie dürfen gerne zu meiner Kollegin rutschen. 8 Euro kostet der Eintritt. 2 Euro für Kinder. Auf den letzten Drücker hat es auch Finns Weihnachtspyramide noch von der Werkstatt in den Schlosspark geschafft. Das ging dann tatsächlich gestern Abend, gestern Nacht noch und haben wir aufgebaut bis um 2. Und jetzt dreht sie sich und ich freue mich. Jetzt kommt aber das kleine Aber, das dabei ist. Und wir sind am Drehstrom dran. Und wir können sehen, sie fährt noch in die falsche Richtung. Wir müssen also zwischen den Veranstaltungen einmal die Phasen tauschen, damit die dann auch einen richtigen Weg rumlaufen. Sonst kommen noch die Tierschützer, ne? Meter weiter im großen Schlosssaal. Die Blechbläser für die feierliche Eröffnung sind eingetroffen. Tina hat sie engagiert. Eigentlich für draußen, aber da frieren bei -6 Grad zu schnell die Finger ein. 18:01 Uhr. Offizielle Eröffnung der Märchenweihnacht. Wir starten jetzt einfach, oder wie? Weiß jemand was? Oder soll ich noch predigen? Okay. Besucher zählen die Weihnachtsmarktmacher am ersten Adventswochenende. Mehr als im letzten Jahr. Der Stress geht nun erst richtig los. An allen Wochenenden ist von mittags bis in den Abend geöffnet. Erst am Tag vor Heiligabend ist in diesem Jahr Schluss. Dann ist auch für Tina Kulay und Finn Jensen endlich Weihnachten. Um ganz ehrlich zu sein, hängt Tina mir schon seit 6 Wochen in den Ohren, wann ich endlich zu Hause mal Lichter mache und das alles schön weihnachtlich mache, also draußen das Grundstück. Ja, ich bin ja drin. Da habe ich noch nicht ein Licht hingestellt.